Ein wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus der größten Halbwüste Europas. Herzlich willkommen aus dem Badenas Reales. Herzlich willkommen aus der größten Wüste Europas. Wir sind endlich wieder da und wie ihr vielleicht sehen und hören könnt, es ist einfach nur super windig, Freunde. Halbtrockene Wüste, die früher mal ein Meer war, aber durch die tektonische Plattenverschiebung jetzt eine Wüste ist. Und wir haben hier überall so richtig geile Skulpturen, richtig geile landschaftliche Strukturen. Hier ist jetzt gerade kein Wind und schaut euch das an. Der Boden hier ist so komplett ausgetrocknet und da geht es so ewig hoch. Es ist einfach so surreal, die Landschaft hier, sowas sieht man sonst nirgendwo. Schaut wirklich aus wie in Amerika hier. Hört mal zu, wie das hier durchs Fenster pfeift. So einen starken Wind hatten wir wirklich schon lange nicht mehr. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und wärme mich auf. Und dann fahren wir mal ein bisschen weiter und schauen uns das Ganze an. Ich hoffe auf jeden Fall, der Wind lässt nach. Denn draußen kann man gerade ziemlich schwer laufen. So unfassbar hier entlang zu fahren, wirklich, ob man nach links oder nach rechts schaut, überall schaut es aus wie in einem Film einfach, als ob das Ganze hier nicht echt ist. Und hier wurden übrigens schon sehr, sehr viele Filme auch gedreht aufgrund der Natur hier einfach, aufgrund der Landschaft. Sowas sieht man halt einfach nirgendwo anders. Wir sind gerade eine Viertelstunde zu diesem See in der Wüste gefahren, Freunde. Komplett surreal mal wieder. Ein See in der Wüste, sagt es ja schon an sich. Wir stehen jetzt genau davor, aber leider ist dieser Teil hier der Wüste komplett geschützt. Und das Ganze kann ich auch irgendwie respektieren und akzeptieren. Denn See in der Wüste kommt wahrscheinlich nicht so oft vor. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier bestimmt ein paar Lebewesen gibt, die es woanders in der Wüste nicht gibt. Ja, und ich denke, die sollte man vielleicht nicht stören. Ich muss dazu sagen, es ist mega schade, ich wäre da wirklich gerne hingelaufen. Und die Drohne kann ich auch nicht steigen lassen, weil es viel zu windig ist. Ah, schade, schade. Weiter geht's. Im Auto sind es gefühlt schon 30 Grad, Freunde. Wenn man hier aussteigt, richtig windig wird es hier wieder. Wenn ich hier 3 Tage zu Fuß unterwegs wäre, dann würde ich wirklich denken, ich halluziniere. Aber das Ganze ist wirklich echt, Freunde. Wir haben hier direkt einen kleinen See in der Wüste. Ich habe jetzt nochmal hier mitten im Nichts gehalten und vor mir ist so ein Feld. Und ich glaube, wenn ich das Feld bis nach ganz hinten vorlaufe, da müsste ich eine richtig geile Aussicht haben. Schaut aber fast so aus, als wäre das Ganze hier ein landwirtschaftliches Feld. Kann mir aber kaum vorstellen, dass es sich für irgendeinen Bauern lohnt, hierher zu kommen, nur für dieses kleine Feldchen. Ich meine, der Bauer wohnt ja safe nicht hier in der Nähe, sondern muss erst mal herfahren. Aber schaut mir irgendwie schon nach Landwirtschaft aus. Hier. Ja, ich glaube, die Aussicht da hinten könnte sogar sehr gut sein. Und hier kann man jetzt auch die Lagune sehen, an der wir vorhin waren. Das ist sie. Das finde ich hier. Vielleicht kann man sich von hier oben auch ganz gut noch mal besser vorstellen, wie groß das Ganze hier ist, also was es wirklich für ein Ausmaß hat. Wir sind hier noch weit reingezoomt, das heißt, in echt schaut es hier so aus. Wirklich bis das Auge reicht. Wüste, Wüste, Wüste. Hier hinten fangen dann die Felsformationen an, die interessant werden. Da gibt es dann so richtige Klippen, die aus dem Boden ragen und da fahren wir jetzt, denke ich, auch mal hin.
Bin eigentlich hergekommen, um hier entlang zu laufen. Das war der Plan. Wir fahren jetzt aber schon ein paar Stunden hier rum und wirklich überall, wo es geil ausschaut, ist hier dieses Schild, das einem wirklich verbietet, nicht nur mit dem Wohnmobil da reinzufahren, sondern auch da mit dem Fahrrad oder zu Fuß reinzugehen. Ziemlich schade, denn deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Ja, mal schauen, ob ich da doch mal ein bisschen näher hinlaufen kann. Draußen haben wir übrigens Wind mit 36 Stundenkilometer. Das ist auf jeden Fall crazy, denn hier im Bus ist es fast zu heiß, um es auszuhalten, und draußen durch den Wind fast zu kalt. Und wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, mich hat hier eine Biene gestochen, weil gestern den ganzen Tag nichts gesehen. Aber jetzt schwillt es schon ganz schön an, muss ich sagen. Wir sind zwar nicht bis ganz nach vorne gekommen, aber ich habe hier wenigstens mal so eine kleine Schlucht gefunden. Hier wird wahrscheinlich früher Wasser durchgelaufen sein. Ja, ganz anders halt. Sowas kennt man normalerweise gar nicht. Aber ich muss leider auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass wir nicht bis ganz hinterkommen. Oh, der Weg hier ist natürlich auch kein normaler Weg, sondern es geht einfach nur die Steine hoch. Was jetzt für euch nur ein paar Minuten im Video waren für uns noch ein paar Stunden. Wir haben jetzt noch mehrmals versucht, irgendwo zu halten und einen guten Parkplatz zu finden, um irgendwie in die Schluchten reinzukommen. Aber es war wirklich überall gesperrt. Hier in diesem Bereich befindet sich auch ein großes Militärgelände. Vielleicht hat es deswegen was zu tun, dass man hier einfach nicht überall hin kann, oder soll einfach die Natur schützen, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles anders gekommen als geplant. Ich wollte eigentlich hierher, um viel zu laufen und um geile Drohnenaufnahmen von der Landschaft hier zu machen. Beides nicht geklappt, laufen durfte man nicht, Drohne fliegen konnte man nicht, weil zu viel Wind da ist. Aber so ist es nun mal immer, es kommt immer alles anders als geplant. Es war trotzdem mega geil hier. Wir fahren übrigens gerade an der Hauptattraktion vorbei, die ich allerdings ziemlich unspektakulär finde. Und ja, insgesamt waren wir jetzt knappe 4 Stunden hier. Das ganze Wohnmobil ist sandig, wir sind sandig, Pepper ist sandig. Deswegen geht es jetzt zurück zum Stellplatz. Und dann gibt es auch was zu essen. Ich habe schon mega Hunger. Wir haben heute nämlich noch gar nichts gegessen. Boah, es ist jetzt schon wieder so heiß geworden, Freunde. Erstmal eine schöne nasse Käppi anziehen, das hilft immer. Und dann gibt's draußen Frühstück. Wir haben jetzt sogar das Glück, dass die Sonne so steht, dass wir hier genau noch Schatten vorm Wohnmobil haben. Und hier hinter uns sind direkt die Höhlen. Oh, einfach herrlich.